unter ihnen viele weltweite Trendsetter. Durch eine glückliche Fügung wird auch der Rest der Welt darauf aufmerksam. Am Anfang war der iPod nur was für Macintosh-Fans. Dann wurden junge und urbane Menschen auf diese weißen Ohrstöpsel aufmerksam. Keine Firma hatte sich je um die Farbe gekümmert. Auf einmal wurde sie zum Symbol und die Leute fragten sich, was ist das? Die Ohrstöpsel waren nur wegen des Players weiß, damit alles zusammenpasste. Dann wurden sie zum brillanten Marketing, denn sie wiesen auf den sonst unsichtbaren MP3-Player hin und machten ihn eindeutig sichtbar. Du läufst die Straße entlang und bemerkst eine coole Person mit einem auffälligen Accessoire, das du nie zuvor gesehen hast. Dann fällt es dir immer wieder auf. Auf einmal stellst du fest, alle, die weiße Ohrstöpsel tragen, sehen cool aus. Dann willst du zu dieser Gruppe dazugehören. Apple reagierte darauf. Die coolen Leute trugen weiße Ohrstöpsel. Das übernahmen sie für ihre Werbung. Und die weißen Ohrstöpsel wurden etwas Besonderes. Die Botschaft war, du gehörst dazu, wenn du welche hast. Beim iPod lief viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Da hat ein cooler DJ ihn bei einer Party benutzt. Oder ein Designer hat eine Accessoire-Linie für den iPod kreiert. Das gab dem iPod seine Legitimität. Bald widmen sich auch die Medien der wachsenden Popularität des iPod. Das kleine weiße Gerät schafft es auf die Titelseiten. Artikel mit Lieblingssongs von Stars sowie Fernsehberichte heizen den Rummel um den iPod weiter an. Der Verkauf von digitalen Abspielgeräten soll dieses Jahr die 10 Millionen Dollar Marke übersteigen. Trendsetter ist der iPod mit seinen weißen Ohrstöpseln. Steve wurde klar, Apple war keine Computerfirma mehr, sondern ein Medienunternehmen. Der iPod würde mehr als 50% ihres Umsatzes ausmachen. Der Schwanz wedelte also mit dem Hund. Nur anderthalb Jahre später ist die Gemeinschaft der Träger von weißen Ohrstöpseln schon fast auf 1 Million angewachsen. Das Phänomen iPod ist geboren. Doch die nächste Idee von Steve Jobs wird den Musikmarkt für immer verändern. Während die iPod-Verkaufszahlen immer weiter steigen, konzentriert Jobs seine Aufmerksamkeit auf den Markt für digitale Musik. Napster ist zwar von der Bildfläche verschwunden, doch die Musikindustrie weiß nicht, wie es mit dem Verkauf von digitaler Musik weitergehen soll. Nachdem Napster durch den Prozess vernichtet war, gingen die Plattenfirmen in die Defensive. Sie machten sich unbeliebt mit ihrem ständigen Nein. Es wurden nie explizite Statistiken mit den Verlusten durch Napster veröffentlicht. Aber in einem Zeitraum von etwa 3 Jahren sank der Wert der jährlichen Verkäufe von 15,5 auf 12 Milliarden Dollar. Dabei meinte alle Welt, die Geschäfte sollten expandieren, aufgrund der digitalen Möglichkeiten. Es war eine furchtbare Zeit. Allerdings haben sich die Nutzer an das kostenlose Runterladen von Musik gewöhnt. Jetzt sollen sie zahlen. Und das stellt eine ungeliebte Veränderung dar. Keiner wusste, welches Geschäftsmodell funktionieren würde. Sollte man einzelne Songs zum Runterladen, Alben oder Abonnements anbieten? Ein paar Firmen verkauften Abos, aber es lief nicht gut. Während die Plattenfirmen nach eigenen Wegen suchen, hat Steve Jobs schon einen Plan in der Tasche. Ein Online-Musikgeschäft, in dem man Millionen von Liedern von jeder Plattenfirma kaufen kann. Die Nutzer sollen sie nach dem Kauf einfach auf ihren iPod laden können. Steve verstand, was nur wenigen klar war. Man will seine Musik besitzen. Man kauft sich eine CD und damit gehört einem die Musik. Die Plattenfirmen wollten Abonnements für ihre Musik verkaufen. Solange man bezahlte, konnte man die Songs hören. Sobald man mit dem Zahlen aufhörte, waren sie weg. Das war wie gemietete Musik. Steve hielt das von Anfang an für eine dämliche Idee.
Die Labels hatten kein Interesse an einem Deal mit Apple. Man kann das besser verstehen, wenn man sich anschaut, was zwischen den Plattenfirmen und MTV 20 Jahre zuvor passierte. MTV begann als kleine Firma, die nur Videos zeigen konnte, und stieg dann über die Jahre zum mächtigen Player in der Musikindustrie auf. Als Apple daherkam, sagten sie sich, wir wollen keinen zweiten einflussreichen Mitspieler außerhalb unserer Reihen. Wir wollen das einfach nicht. Aber die Plattenindustrie lernt schnell. Zu Steve Jobs kann man nicht einfach Nein sagen. Seine Eindringlichkeit und sein Charisma haben eine große Rolle gespielt. Keine andere Technologiefirma hat einen solchen Prediger. Microsoft würde einfach seine farblosen Vizepräsidenten zu Treffen mit der Musikszene schicken. Es gibt nicht viele Geschäftsführer aus der Computerbranche, mit denen Künstler reden können. Aber Steve wollen die Leute treffen. Die Plattenfirmen führen Verhandlungen mit Apple. Aber es gibt ein Problem. Steve Jobs möchte einzelne Songs für 99 Cent verkaufen, während manche Labels und Künstler nur ganze Alben anbieten wollen. Es waren nicht so sehr die Plattenfirmen, die an Steves Verkaufsmodell mit den Singles glaubten. Aber Steve war davon überzeugt. Er sagte ihnen, ich will es machen, aber nur unter der Bedingung, dass ich die Alben zerpflücken darf. U2 waren dagegen, weil sie ihre Konzeptalben nur als Ganzes verkaufen wollten. Deshalb setzte Steve sich mit Bono und The Edge zusammen und überzeugte sie von seiner Idee. Schließlich wurden Bono und U2 zu den größten Verfechtern des iPod. Am 28. April 2003 ist es nach monatelangem Ringen mit Geschäftsleuten und Künstlern endlich soweit. Apple startet den iTunes Music Store mit mehr als 200.000 Songs der 5 großen Plattenfirmen. Steve Jobs' Idee ist Wirklichkeit geworden. Steve machte es zu seiner persönlichen Mission und er brachte die Manager auf seine Linie. Irgendwann sollte ein neuer Prototyp eines Music Stores erscheinen. Steve hatte ihn selber noch nicht gesehen und seine Mitarbeiter wollten ihn mir gerade zeigen. Steve vergaß für über eine halbe Stunde alles um sich herum und redete über Größe und Anordnung von 3 Wörtern auf der Homepage. Diese Detailverliebtheit habe ich bei keinem Manager erlebt. Es war beeindruckend und schockierend zugleich. In vielerlei Hinsicht war der Start des iTunes Music Store eine größere Leistung als die Einführung des iPod. Musikstücke sind eine komplizierte Angelegenheit. Manchmal gibt es 5 unterschiedliche Rechteinhaber und alle müssen ihr Einverständnis geben. Diese ganzen Lizenzen in ein Format zu pressen, ist eine Herkulesaufgabe. Jobs harte Arbeit zahlt sich aus. Binnen 5 Tagen verkauft Apple über 1 Million Songs. Steve Jobs und Apple können als einzige Firma ein spezielles Produkt anbieten. Ein Abspielgerät für digitale Musik und das dazugehörige Online-Musikgeschäft. Doch damit nicht genug. Am selben Tag kündigt Jobs eine weitere Neuerung an. Dadurch wird der iPod seinen kometenhaften Aufstieg fortsetzen. In den 18 Monaten seit der Einführung hat Apple schon 700.000 iPods verkauft. Damit ist der iPod das meistverkaufte Abspielgerät für digitale Musik weltweit. Doch bis jetzt funktioniert er nur zusammen mit einem Mac und bleibt deshalb ein Nischenprodukt. Doch auch das sollte sich ändern. Daher kündigt Steve Jobs am 28. April 2003 nicht nur den neuen iTunes Music Store an, sondern stellt auch die 3. iPod-Generation vor. Thank you. Unsere 3. Generation. Niemand hat die 1. eingeholt und wir sind schon bei der 3. Und diese Generation ist zum 1. Mal mit einem PC kompatibel. Jetzt kann man den iPod mit jedem Computer benutzen.
Der iPod war nur für Mac-Fans und war bei ihnen sehr beliebt. Steve Jobs beließ es erstmal dabei. So steigerten sich Aufmerksamkeit und Interesse. Dann wurde der iPod mit Windows kompatibel und hunderte Millionen Menschen konnten ihn ausprobieren. Es war der Wahnsinn. Als Apple den iPod PC-kompatibel machte, kam es zu einem phänomenalen Kaufrausch. So als wollten die PC-Nutzer etwas von Apple haben, ihren Anteil sozusagen. Sie wollten die Coolness und Kreativität, für die Apple schon immer stand. Es gab eine große Veränderung bei Apple. Eigentlich wollten sie durch den iPod mehr Macs verkaufen. Mit der Öffnung für Windows-Nutzer änderte sich die Strategie. Das große Geschäft war der iPod. Der iPod iPod's a billion-dollar business in 2 years. That's got to get our attention. Im Sommer 2004 wurde uns bei Newsweek klar, der iPod war längst mehr als ein Produkt. Er war ein kulturelles Phänomen. Deshalb machten wir ihn zur Titelgeschichte. Steve Jobs sah das genauso.